Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Ja, heute geht es mal um den Sonnenwachsschmelzer. Ich habe ihn jetzt soweit schon vorbereitet und habe hier frisches Entdeckungswachs reingepackt. Diesen habe ich vor kurzem abgezogen von den Waben, um an den Honig heranzukommen. Und das sind im Tab die Reste, die übrig geblieben sind. Und um die im Tab vom Honig zu befreien, habe ich das noch mit Wodka aufgekippt. Habe das dann durch ein Sieb laufen lassen und hatte dann eben halt eigentlich schon fast so ein Likör. Der war sehr süß und hat echt gut geschmeckt oder schmeckt sehr gut. Ich habe da noch ein bisschen was übrig, weil ich meine, ich sauf ja auch nicht so viel. Aber ja, das war nämlich ein sehr guter Tipp von einem netten Kommentarschreiber, der unter dem letzten Video von mir geschrieben hatte, unter dem Honiggewinnungsvideo, wo ich das ohne Schleuder gemacht hatte, hatte die Person das geschrieben, dass man das so auch gut machen kann, um den Honig im Tab rauszuholen. Und da kam, ich würde sagen, ein gutes halbes Kilo wird da fast rausgekommen sein aus dem bisschen. Ja, so, jetzt nochmal hier zum Aufbau. Hier diese Apparatur benutzt die Sonnenenergie zum Ausschmelzen des Wachses. Und das wird einfach so wie beim Gewächshaus gemacht. Man hat hier eine Doppelstegplatte, hier so eine Kammernplatte. Jetzt bei dem Modell ist das so. Da scheint die Sonne rein, reflektiert dann wieder zurück und die Sonnenstrahlen werden dann hier im Teil gefangen und heizen das im Teil auf. Das geht eigentlich sehr gut und bei richtiger Witterung und bei richtiger Sonneneinstrahlung und Sonneneinfall geht das auch sehr schnell. Und das Schöne ist im Teil, wenn man irgendwie Wachsabfälle hat oder so, braucht man die nicht in einem Eimer sammeln, dann fangen die vielleicht an noch rumzugammeln oder so. Das kommt gleich hier rein, wird gleich ausgeschmolzen und fließt dann hier runter und sammelt sich dann, hier habe ich es, und sammelt sich dann hier in diesem Becken, in dieser Schale. Ich habe hier jetzt ein bisschen Wasser reingemacht. Das ist dafür, dass wenn jetzt hier noch ein bisschen Honig mit drin ist, dass der Honig sich hier in dem Wasser auflösen kann und nicht total abtrocknet bei der Temperatur. Weil sonst wird das so eine richtig klebrige Sirup-Pampe und man kriegt den Wachsklumpen so gut wie gar nicht mehr raus. Deswegen empfehle ich wirklich, dort ein bisschen Wasser reinmachen. Muss nicht viel sein. Und dadurch kriegt man das im Tab einfacher raus. Weil ich habe nämlich auch mal das Problem gehabt, vielleicht könnt ihr das hier erkennen. Ich habe nämlich hier auch einen Wachsklumpen drin gehabt, da war richtig ein Zentimeter Honigschicht und ich habe den Wachs überhaupt nicht rausbekommen. Ich habe das auf den Boden geschlagen, immer den Bottich, ja, und dadurch im Tab kaputt gemacht. Ja, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Das ist ungefähr so der Aufbau. Wir packen das hier erstmal rein mit dem Wasserbottich. Und jetzt warten wir einfach nur ab, bis die Sonne dann im Teil fließt, die Sonne den Wachs zum Fließen bringt. Und wie man hier auch schon sehen kann, sind hier Unmass an Wespen. Die riechen natürlich den süßen Wachs mit dem Honig, mit dem süßen Honig dran. Ich versuche hier noch die ein paar wegzumachen, weil das ja auch irgendwie Tierquälerei ist. So. Komm. Na los. Gut. So, die gehen gar nicht hier weg, ey. So, jetzt aber schnell. Hier Deckel drauf. So, und jetzt noch eine Fliege drunter, aber das ist egal. So, und jetzt warten wir einfach ein paar Minuten ab. Das wird dann richtig warm hier drin. Also richtig heiß wird das. Und in ein paar Minuten, naja, ungefähr eine halbe Stunde oder Stunde wird das wohl auch dauern, fließt dann aber der Wachs schön runter. So, und ich habe dann im Tab noch ein paar andere Wachsreste. Das wird alles immer mit hinterhergekippt. Und dann hat man in ein paar Stunden einen schönen Wachsblock. So, jetzt sind schon einige Minuten um. Ja, 60 Minuten oder so, eine Stunde hat es doch gedauert. Und wir gucken jetzt mal rein. Ich habe noch ein bisschen Wachs reingemacht. Und irgendwie war da wohl eine Leckage. Und da waren massenhaft Wespen drin. Naja gut, man sieht auch, die sind total geil, gehen auch gleich wieder rein. Ja, mich stört das jetzt nicht. Ist nur ein bisschen schade auch um die Tiere. Aber gut. Und hier sieht man schon, wie der Wachs dort richtig schön rausfließt und unten unter dem Wasser sammelt sich so ein bisschen Honig ab, weil das noch ein bisschen schwerer als Wachs ist, als das Wasser ist. So, und das lassen wir jetzt hier noch ein paar Stunden tropfen und dann müsste das alles raus sein und dann sehen wir uns gleich nochmal. Aber da ist noch ein Riesenberg Wachs. Das dauert wohl noch ein paar Minuten, aber sieht man mal, wie schön das denn doch schon funktioniert und das alles mit der Sonnenenergie. Vor allem das Schöne ist ja wirklich, wenn man gerade am Imkern ist und man irgendwie eine Drohnenwabe oder sowas hat, das schmeißt man leichter rein. Und dann ist
ja, ist das alles gut. Man muss so gucken, dass das alles ein bisschen bienensicher ist. Das war vorhin ein bisschen offen. Dann sind die Viecher rein, dann ist das heiß geworden. Ja, und dann sind die im Wachs verendet oder auch mit der Hitze. Ist immer ein bisschen schade drum. Naja, gut. Aber Wespen sind ja auch nützliche Tierchens. Ja, jetzt ist einige Zeit vergangen und die Sonne hat das jetzt gut zusammengeschmolzen. Das, was wir jetzt gerade gesehen hatten. Wie man sieht, ist das sehr interessant für die Wespen und auch ab und zu ein Bienchen. Ich habe jetzt hier den nächsten Durchgang, habe noch ein paar alte Waben gefunden, die habe ich jetzt auch noch reingeschmissen. Wird zwar nicht ganz so ein großer Block, aber sicherlich auch schon nicht ganz ohne sein. Aber sieht man mal, wie viel da doch zusammenkommt und was das eigentlich für eine schöne Sache ist. Weil, ja, es ist zeitsparend, es wird einfach reingepackt, in die Sonne gestellt, ab und zu vielleicht nochmal umgestellt und dann war es das eigentlich. Eine schöne Sache, macht auch echt Spaß damit zu arbeiten und vor allen Dingen, man hat nirgendwo Altwaben dann rumzuliegen oder so, weil man das gleich alles, ja, Sonnenwachs schmelzen lassen kann. Ja, gut, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt, würde mich freuen, wenn ihr... gestochen. Ich würde mich recht freuen, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, indem ihr mich abonniert. Wäre eine coole Sache und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.